Moin Moin und hallo Leute, mein Name ist Fresh G und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Mumble Monday. Heute geht es wieder um eine Zuschauerfrage und die ist diesmal etwas mysteriös. Und zwar hat mir der Gute, hier könnte ihre Werbung stehen, geschrieben: Ich komme mit meiner Freundin öfter mal zu einer Art Grundsatzdiskussion zum Thema Geister und Seelen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sowas nicht gibt. Nichts Übernatürliches, keine Seelen, die nach dem Tod auf der Erde rumschwirren. Da diese Freundin aber letztes Jahr ihren Opa verloren hat, ist sie davon überzeugt, dass es eben diese Sachen gibt. Dass sie seine Stimme manchmal hören kann und so weiter. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Hattest du vielleicht auch schon mal eine Begegnung der dritten Art? Oder denkst du auch, dass es sowas nicht gibt? Und gerade die Fragestellung, ob ich meine Begegnung mit der dritten Art hatte, fand ich sehr interessant, weil mir da eine extrem creepy Geschichte eingefallen ist, die ich mal als junger Knabe, sag ich mal, erlebt habe. Die Geschichte gibt's aber erst ganz, ganz am Ende, ein bisschen ja wie so ein Hörspiel verfasst. Da möchte ich unbedingt mal euer Feedback in den Kommentaren haben. Aber erstmal möchte ich ein bisschen über das Thema quatschen. Und zwar möchte ich vorweg sagen, egal was ich jetzt hier sage, ich finde es immer gut, wenn jemand offen für alle möglichen Dinge ist, solange sie einem gut tun, solange man nicht anderen Leuten schadet, solange man sich nicht selbst schadet und solange man, ja, halt, wenn man sich dabei wohlfühlt, ja, egal in welcher Art und Weise man spirituell unterwegs ist oder eben halt auch nicht, ne? Das soll jedem so das Seine sein, definitiv. Und für mich ist so eine Sache mit Toten bzw. Seelen und Geistern ähnlich schwierig wie mit der Religion, ne? Ich würde irgendwie gerne daran glauben, dass Menschen, wenn sie sterben, nicht einfach verschwinden, so wie man das halt aus der Biologie kennt, dass man sagt, okay, der Mensch ist aus Fleisch und Blut und das Gehirn hat gewisse elektronische hat quasi elektronische Funktionen drin und irgendwo gibt es ja dann Leute, die sagen, ja, da muss ja auch noch eine Seele irgendwo sein im ganzen Körper. Aber die Biologie sagt uns, wenn man stirbt, dann ist der ganze Apparat mit Nerven und Verbindungen und dem Stromleitung sozusagen in Anführungsstrichen, weil in gewisser Form sind ja Nervenbahnen auch so eine Art Strombahn oder Stromleitungen, dann bricht das System einfach zusammen und man, ja, stirbt halt. Der Körper geht einfach dann in die Erde über oder man wird verbrannt oder was auch immer und dann bleibt da halt einfach nichts mehr übrig. Und so romantisch es auch klingen mag irgendwie, dass es vielleicht Engel gibt oder dass die Menschen, wenn sie gut waren hier auf der Erde und sich immer um das Wohltun anderer und von sich selbst halt, wenn sie sich immer um andere gekümmert haben und sich darum gekümmert haben, dass es einem selbst gut geht und man dadurch anderen Menschen helfen kann, und man sich selbst auch einen Lebensstil aneignet, der gesund ist und sowas und bla, vielleicht auch sowas mit Glauben eben, mit der Religion, dass man dann in den Himmel übergeht oder sonst was, das ist ultra romantisch, finde ich, und es ist eine schöne Sache und ich finde es gut, wenn Leute daran glauben können. Aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht so richtig, weil ich, wie schon mal bei dem gibt es ein Leben nach dem Tod Commentary gesagt hatte, es fällt mir schwer, Biologie einfach komplett hinten liegen zu lassen und zu sagen, daran glaube ich jetzt einfach. Das ist mein Glaube. Ich weiß, dass es andere Fakten gibt, die bewiesen sind in der Biologie, aber ich glaube trotzdem daran. Das fällt mir einfach unheimlich schwer. Auf der anderen Seite fällt es mir aber auch unheimlich schwer, sowas einfach außer Acht zu lassen. Dass es sowas geben könnte wie ein Gott, dass es sowas geben könnte wie eine Unterwelt und einen Himmel und dass es vielleicht auch sowas gibt wie irgendwelche Formen von, ja, zurückgebliebener Energie oder Seelen oder was weiß ich, die dann trotzdem noch hier ihr Unwesen treiben, ob positiv oder eben negativ.
Und in diesem Zwiespalt bin ich schon extrem lange gefangen. Und gerade auch, weil ich schon immer eine große Fantasie hatte, eine blühende Fantasie, war ich recht offen für Geschichten und vielleicht halt auch die Meinung anderer Leute und halt auch in der Lage, mich dann in den Kopf von anderen Menschen so ein bisschen reinzuversetzen, warum sie gerade das glauben, woran sie glauben. Und ich habe in meiner Familie auch schon Menschen verloren. Zum Glück jetzt nicht Menschen, die mir extrem nahe stehen. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen makaber klingt, aber dann ist halt so die Uroma im Schwarzwald gestorben, die ich zwar schon vielleicht so, wenn es hochkommt, 10 Mal oder sowas in meinem Leben getroffen habe, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn jetzt ein Großelternteil stirbt, mit dem man sein ganzes Leben verbracht hat, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil stirbt, oder wenn zum Beispiel von mir mein Bruder sterben würde. Das wäre ja was ganz anderes so vom Gefühl her. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ganz offen, ich rede da jetzt ganz offen. Es ist zwar sehr traurig und ich leide halt auch mit, wenn ich sehe, wenn andere Familienteile darunter leiden, weil sie dieser Person sehr, sehr nah standen. Aber für mich ist da nicht so eine große emotionale Bindung dann gewesen. Aber trotzdem denkt man dann zweifelsohne über so eine Sache nach, ne? Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich früher mit meiner Oma ein Grab gepflegt hatte, mit meinem Bruder und meiner Oma zusammen. Und dass ich häufig natürlich Fragen gestellt hat, weil man als Kind sehr neugierig ist. Und dann meinte ich so, ja, was ist denn hier? Und dann, das war für mich auch so der erste Kontakt, wo ich so gelernt habe, wofür Gräber da sind, beziehungsweise dass mir erklärt wurde, was denn ein Friedhof ist und was da passiert und sowas. Und meine Oma hatte mir natürlich, weil ich noch viel zu klein war, dann erzählt, dass da eine sehr, sehr nette Frau lag und dass die jetzt aus dem Himmel auf uns herabguckt und meinte so, ich soll mal in den Himmel gucken und vielleicht sehe ich sie ja irgendwo da auf uns herablächeln oder sowas. Und als Kind glaubt man sowas natürlich. Und dann habe ich halt versucht, natürlich auch irgendwie dann in den Himmel zu gucken und irgendwas zu sehen. Und gerade das ist es, glaube ich, wo sowas auch relativ nah an die Story rankommt mit Verschwörungstheorien. Wenn man irgendwie versucht, was zu sehen, Verbindung zu finden und irgendwas zu spüren, wo vielleicht irgendwie was sein könnte, eine Verbindung aufzubauen zu dem Jenseits oder sonst was, dann ist man, glaube ich, auch offen für falsche Eindrücke, für falsche Gefühle, für falsche Wahrnehmungen einfach. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Freundin von dir sagt, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass sie ihn hört, ich glaube, dass die emotionale Bindung von ihr zu ihrem Großvater da einfach so groß war und der Wunsch, dass er halt wieder zurückkommt bzw. noch lebt, einfach so groß ist, dass sich das halt irgendwie so anfühlt, als ob sie was hört oder so, aber in Wirklichkeit bildet sie sich das ein, weil es so ein riesengroßer Wunsch von ihr ist. Und das klingt vielleicht total, also ich hoffe eben nicht, dass sich das so total gefühlslos von mir anhört, so kalt und so logisch oder sowas, aber vielleicht ist es halt auch einfach meine Art und Weise, mit sowas umzugehen. Ich versuche mir irgendwie immer eine logische Erklärung zu holen. Und genau das ist nämlich das Problem. Für diese Story, die am Ende kommt, habe ich keine logische Erklärung. Ich habe zwar Mutmaßungen, was gewesen sein könnte, aber eine richtig logische Erklärung für mich gibt es einfach nicht. Und genau das ist halt, wie eben schon gesagt, dieses Ding, wo ich dann wieder in der Mitte gefangen bin. Auf der einen Seite finde ich diese Vorstellungen schön. Ich finde es schön, wenn Leute offen für sowas sind. Auf der anderen Seite kann ich halt die Wissenschaft einfach nicht komplett außer Acht lassen. So. Und es gibt so ultra viele schöne Sachen auch, was sowas mit sich bringt. Und es gibt vielen Leuten halt auch einfach so viel Kraft, zum Beispiel zu beten und mit den Verstorbenen zu reden, am Grab mit Verstorbenen zu reden und halt einfach sich nochmal was von der Seele runterzureden.
Und abgesehen davon, dass ich immer versuche, Dinge logisch zu erklären, bin ich aber trotzdem total offen für zum Beispiel Horrorfilme oder Filme, die mit paranormalen Sachen zu tun haben oder auch Dokumentationen, weil ich versetze mich gerne in die Lage und vor allen Dingen auch bei Filmen ist es ja einfach so, dass auch eine spannende Geschichte erzählt wird, wenn man einen guten Horrorfilm guckt. Und das ist halt einfach auch eine riesengroße Leidenschaft von mir. Und gerade auch, wenn man Horrorfilme anguckt, ohne jetzt zu weit abzuschweifen von dem ganzen Thema, warum das Ganze halt einfach ein Thrill für einen sein kann, beziehungsweise gerade für mich ein Thrill sein kann. Es gibt ja auch viele Leute, die sich sowas nicht antun können. Auf der einen Seite, weil sie es vielleicht zu gruselig finden, auf der anderen Seite, weil manche sich einfach nicht drauf einlassen können. Die kontrollierte Angst ist halt etwas, was Menschen schon immer irgendwie fasziniert hat. Angst an sich ist eine Sache, die Menschen schon seit der Urzeit kennen. Und das ist instinktiv bei uns drin. Und diesen Thrill, den man hat, wenn man in der Geisterbahn sitzt oder sich eben einfach im Kino oder halt auch zu Hause einen Horrorfilm anguckt, das ist etwas, was uns irgendwie bannt. Das ist etwas, was viele Leute mögen. Manche springen aus dem Flugzeug raus und haben eine Mischung aus Nervenkitzel und Angst. Manchen reicht es, wenn sie einen Horrorfilm gucken. Ich spiele zum Beispiel auch unheimlich gerne Horrorspiele. Ich meine, das sieht man ja auch, glaube ich, an meinem Kanal mit Slender und Dead Space und was weiß ich alles. Und das ist halt auch so eine Sache, ne? Sich einfach mal fallen lassen und auch wenn man vielleicht eine ganz andere Meinung hat, sowas einfach mal annehmen und mitspielen und sich reinfühlen und reindenken. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, du hast ja nicht gerade viel geschrieben, wie es euch beiden denn da geht, ob ihr da vielleicht, also du meintest ja Grundsatzdiskussion, ob ihr da richtig in ein Streitgespräch vielleicht auch kommt oder sowas. Es ist halt einfach ein Wunderpunkt, ne? Das ist eine schwierige Sache, da mit jemandem drüber zu reden. Und vielleicht, ich weiß ja gerade eben nicht, wie viel ihr darüber redet und in welche Richtung so eine Diskussion dann geht, aber vielleicht wäre es halt auch einfach mal schön für sie zu hören, dass du dir das gut vorstellen kannst, ohne jetzt hier irgendwie in eure Geschichte da einzugreifen oder sowas, aber vielleicht wäre das halt einfach eine Idee, so von außen, von einer Person, die einfach komplett außen vor ist. Vielleicht fände sie das einfach mal schön von dir zu hören, dass du dir das gut vorstellen kannst und dass du dich da reindenken kannst in sie und dass du mit ihr mitfühlst, dass dir das leid tut oder halt, dass du für sie da bist, wenn sie dich braucht und wenn sie einfach jemanden zum Reden braucht, was sie erlebt hat, was sie glaubt, was da ist. Und dass sie halt einfach mal, wie das Leute vielleicht halt auch am Grab machen, sich aussprechen kann. So, was hört sie denn? Wie geht es ihr dabei? In was für einer Situation hört sie ihn besonders häufig vielleicht? Und was glaubt sie, versucht vielleicht auch ihr Großvater ihr damit zu sagen oder halt um einfach noch mehr von ihr zurückzukriegen und sich da so ein bisschen reinzufühlen und sich der Sache anzunehmen und so einfach ein offenes Ohr zu haben, weil das hilft manchmal unheimlich. Und ich würde gar nicht erst versuchen, ihr das auszureden, dass es sowas einfach nicht gibt, weil wenn sie daran glaubt, dann ist es ihr Recht und wenn sie sich damit gut fühlt und keine Angst hat oder sowas, dann ist es ja was Schönes. Und ja, von daher finde ich, ist das eigentlich ein recht guter Schlusspunkt. So. Also bin jetzt mit dem Thema reingegangen, was du mir vorgeschlagen hattest und halt auch mit dem Beispiel wieder rausgegangen und ich hoffe, dass ich das auch so gut erklären konnte, weil gerade wenn man in so einem Zwiespalt ist, ist es manchmal total schwierig, sowas in Worte zu fassen. Aber ich glaube, ich habe mich auch häufig genug wiederholt, um das deutlich gemacht zu haben. Und ja, dann jumpe ich jetzt einfach mal in die Geschichte rein. Nicht wunder, meine Stimme wird sich ein bisschen verändern. Ich versuche so ein bisschen so eine Vorleserstimme einzunehmen und so. Es gibt auf YouTube so eine Sachen, die nennen sich Creepypasta, glaube ich. Das so ein bisschen nachzumachen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback von der Geschichte an sich natürlich, sowie halt auch von der Umsetzung, wie ich es versucht habe rüberzubringen.
Und dann hoffentlich auch, ich werde mich danach nicht nochmal verabschieden, hoffentlich auch bis zum nächsten Mumble Monday, normalen Video oder Livestream. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Ach, und eine Sache noch. Ganz hinten rangehangen. Das Gameplay, beziehungsweise auch die Gameplays, sind diesmal vom Bughead-Glitch erspielt. Vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr Gameplays oder Themenvorschläge habt, natürlich auch immer wieder gerne einfach unten in die Beschreibung. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Es war bereits tief in der Nacht, als mein Bruder Leroy und ich entschieden, endlich schlafen zu gehen. Wir blieben häufiger entgegen des Willens unserer Mutter länger wach, als es gut für uns war. Unser Zimmer war schmal und lang, mit zwei Hochbetten an der Wand gegenüber der Tür. Ich ging durch die Tür hinaus auf den langen dunklen Flur, vorbei am Wohnzimmer auf der rechten Seite, vorbei an der Küche ebenfalls rechts und dem Schlafzimmer meiner Mutter auf der linken Seite. Schließlich erreichte ich das Badezimmer und verriegelte leise die Tür, um mich bettfertig zu machen. Der Rückweg jedoch war für mich immer das Schlimmste, den schmalen Lichtkegel aus der Türspalte heraus im Blick und die pechschwarze Finsternis in meinem Rücken. Selbst wenn ich mich umdrehte, würde ich nichts sehen, da meine Augen vom Lichtkegel geblendet waren. Ich ging den Flur stets so leise wie möglich entlang, auf jedes Geräusch achtend, damit ich meine Mutter ja nicht wecken würde. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir etwas im Rücken sitzen würde. Irgendetwas, das mir auf Schritt und Tritt folgt, ohne ein Geräusch zu machen. Ich war mir sicher, sobald ich mich umdrehen würde, verschwände es sekundenschnell im Schatten des Flurs oder ich würde eines Tages eine hässliche, bleiche Fratze Zentimeter entfernt von meinem Gesicht erblicken. Wie des Öfteren entschied ich mich, dieses Gefühl zu ignorieren und mich nicht umzudrehen. Mit jedem Schritt in Richtung des Lichtkegels stieg die Spannung. Das Lauteste im ganzen Flur war das Knacken in meinem großen Zeh am rechten Fuß. Ich hatte ihn mir im Kindesalter stark verstaucht und seitdem knackte er manchmal bei jedem Schritt. Für mich war das wie eine Uhr, die tickend rückwärts lief. Schließlich erreichte ich mein Zimmer und dachte mir wie immer, dass es eigentlich total bescheuert ist, sich selbst solche Streiche zu spielen. Es gibt keine Geister und selbst wenn, warum sollte mich jedes Mal einer davon im dunklen Flur verfolgen? Ich hatte schon immer eine sehr große Fantasie und genau das sorgte bei mir häufig für unkontrollierbare Bilder in meinem Kopf. Ist das eine normale Angst vor der Dunkelheit, wie sie viele Kinder haben, oder ist das etwas anderes? Denn auf der anderen Seite konnte ich mit einer Lichtquelle im Zimmer, so klein sie auch war, nicht einschlafen. Ich sagte meinem Bruder Bescheid, dass das Bad jetzt frei ist und stieg direkt in mein Hochbett mit dem Fußende gegenüber der Tür und dem Kopf an der Leiter. Es war ein Kinderhochbett und daher gerade hoch genug, um darunter sitzen zu können. Als mein Bruder ins Bad ging, machte er zwar das Licht im Zimmer aus, aber er ließ die Tür sperrangelweit offen. Hinterher rufen konnte ich nicht, da ich sonst unsere Mutter wecken würde, da unsere Wände tierisch dünn waren, aber ich hatte auch keine Lust, noch einmal aufzustehen. Also kuschelte ich mich in mein Kissen und versuchte, den Kopf frei zu kriegen. Als ich plötzlich hörte, dass mein Bruder sich mitten in der Nacht anfing zu duschen, schüttelte ich nur den Kopf und drehte mich noch einmal um, mit dem Rücken zur Wand. Einschlafen konnte ich jedoch nicht, da meine Ohren schon immer sehr, sehr gut waren und mich das prasselnde Wasser wach hielt. Außerdem spielten mein Bruder und ich uns oft Streiche und ich wollte einfach nicht einschlafen, bevor mein Bruder auch im Bett lag, egal wie schläfrig ich bereits war. Einige Minuten später hörte ich, dass das Wasserprasseln aufhörte und ich achtete auf jedes Geräusch, um zu hören, wann er zurückkam. Ich hatte meine Augen geschlossen und ich wollte einfach nicht, dass er mich plötzlich mit einem Streich überrascht. Die Minuten vergingen und ich hörte nichts. Nicht einmal einen Mucks.
Habe ich das leichte Quietschen der Badezimmertür beim Öffnen verpasst? Bin ich bereits kurz eingenickt? Ich lauschte weiter. Und dann hörte ich es. Leise und langsam. Das typische Geräusch, wenn nackte Füße über den Teppich laufen. Doch irgendwas war seltsam. Warum fing das Geräusch erst bei uns an der Zimmertür an? Die Schritte kamen langsam, immer näher an das Leiterende von meinem Bett. Und ich sagte mit geschlossenen Augen: Leroy, ich weiß, dass du da bist. Und die Schritte verstummten. Normalerweise hätte mein Bruder spätestens jetzt lachen müssen, doch nichts. Alles blieb ruhig. Und wieder überkam mich der Drang nachzusehen. Ich öffnete meine Augen und sah nichts. Ich sah langsam nach unten, ohne meinen Kopf zu bewegen, in Richtung der Tür. Die Tür stand immer noch offen und mein Bruder war nirgends zu sehen. Ich schloss wieder meine Augen und meine Gedanken rasten. Du musst geträumt haben. Vielleicht ein Geräusch von draußen, was sich ähnlich anhört. Sowas muss es gewesen sein. Ein Vogel vor dem Fenster oder einfach nur die Müdigkeit. Die nächsten Minuten kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Wenn doch etwas im Raum sein sollte, was es eigentlich nicht geben kann. Was macht es dann gerade? Es war unmöglich, mit diesem Gedanken einzuschlafen. Und dann hörte ich es doch noch. Das Schloss vom Badezimmer öffnete sich.